So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Mod Review. Ja, heute ist es weniger eine Review, sondern mehr ein Tutorial. Wie installiert man ein HD-Texturen-Pack? Ja, dazu geht man, ladet man sich den MC-Patcher und ein beliebiges HD-Texturen-Pack runter. Ich habe jetzt das Minecraft Working-Texturen-Pack runtergeladen, was ich auch in meinem Let's Play benutze. So. Wie installiert man das? Also wie patcht man Minecraft auf HD? Man geht auf Arbeitsplatz, lokaler Datenträger, also C, Dokumente und Einstellungen, MP344, das ist bei dem einen vielleicht sein Name, bei dem anderen steht da auch nur User, das ist immer unterschiedlich. Dann geht man auf Anwendungsdaten und auf Punkt Minecraft. Na, öffne dich. So. So. Als erstes zieht man den MC-Patcher hier in den Ordner rein. So. So. Das tut man dann starten. Ich habe das ja eigentlich schon drinne, deswegen fragt er mich jetzt nicht nach einer Erlaubnis. Bei manchen wird dem Programm nicht vertraut, dem muss man das dann erlauben. Dann muss man einfach auf OK klicken. So. Dann macht man Folgendes. Dann lässt man das hier analysieren. Dann tut man alles, man tut hier alles aktivieren, außer die vier hier, weil das sind meine eigenen Mods, die werdet ihr nicht haben. Also hier Modloader, Timber, Old Books, Audio, die werdet ihr nicht haben. Also man aktiviert erst von HD Textures bis Better Glass und klickt auf Patchen. Dann patcht er das. Und macht eure Minecraft Jar, also euer Minecraft HD fähig. Ja. Das dauert dann so ein bisschen. So. Dann kann man das Programm, also den MC-Patcher wieder schließen. Aber man muss ihn drin lassen, sonst sind die Mods wieder weg. So. Dann geht man auf Texture Packs. Das hat jeder bei sich im Ordner drin. Da zieht man dann sein Texturenpack rein. Das, dann schließt man den Ordner wieder und dann sehen wir uns gleich zurück im Spiel. So, da sind wir zurück im Spiel. So, als nächstes geht man hier in Optionsmenü, also im Menü geht man auf Texture Packs. Dann wählt man sein Texturenpack aus, das ist in meinem Fall das hier. Das klickt man ein bisschen, bis er das verarbeitet und klickt auf Fertig. Das dauert dann auch noch so ein bisschen. Und schon hat man Minecraft als HD-Version. Das sieht dann ungefähr so wie in meinem Let's Play aus. Und warten, so Landschaft wird hier runtergeladen. Das sieht dann so aus. Also schön HD-mäßig und keine Default-Texturen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin's wieder, euer Kit 3000 PK. Tschüss.